Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zur nächsten Episode Diamant gleich. Beim letzten Mal waren wir dicker, heute werden wir schneller und wir reden hier nicht von Speed 1 oder Speed 2, wir reden von so schnell, dass du durch die ganze Minecraft-Welt sprinten kannst. Es wird wild. Mittlerweile aus Molinski. Moinski! Dazu haben wir uns wieder verschiedene Aufgaben überlegt. Die erste Aufgabe, da müssen wir uns Rücken an Rücken stellen. Nee, warte mal, wie machen wir das? Wir müssen uns hier hinstellen, ihr wisst, was ich, weil Holz ist sehr entscheidend für die erste Aufgabe. Okay, okay. Aufgabe Nummer 1 lautet: Crafte eine volle Ausrüstung aus Holz. Auf die Plätze. Nee, du darfst. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los, 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 los. Los, 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 los. Nimmst du nicht den Baum hier direkt? Nee, nee. Die Frage ist, wie viele Stämme braucht man für eine komplette Ausrüstung? Also, falls ihr die erste Episode nicht gesehen habt, schaffen wir die Aufgabe, werden wir schneller. Und das ist natürlich auch ein Vorteil für die zukünftigen Aufgaben. Aber es ist so Schlag den Raab-Style, das heißt, jede Aufgabe gibt nach und nach mehr Punkte. Außerdem gibt es in dieser Episode die Bonusregel, dass jeder Diamant einen Punkt gibt. Also ein Diamant gibt immer Punkte, egal ob es gerade jetzt die Aufgabe ist oder nicht. Nee. So, so und okay, fertig. Die wollte ganz stolz erzählen, wie ihre Spitzhacke fertig ist. Hier wieder, guck, Schwert, Axt, Hacke, Schaufel, Spitzhacke. Boah, hast du gewonnen. Was meinst du, wie schnell ich jetzt bin? Erstes Spiel gibt ja am wenigsten. Schon. Ja, es ist schon übel schnell. Ja, aber geht noch. Ach, schade, ich dachte, ich kann hier schon hochsprinten, weil später geht das auf jeden Fall. Okay, Aufgabe Nummer 2. Rüste dich mit Steinen aus. Let's go. Da habe ich ja voll den kranken Vorteil jetzt, Alter. Ich kann ja hier einfach übelst schnell sprinten. Wie viele Steine braucht man denn da? Ich habe auf jeden Fall als erstes Steine. Boah, weiß ich nicht, Elida, ey. Du hast auch schon Steine. Ich habe nicht genug Holz für eine Werkbank. Grammar die Mama. Ich weiß nicht, ob das klug ist, was ich hier gerade mache. Ich mache mir aber eine Steinspitzhacke. Die brauchen wir ja sowieso. Das heißt, ich habe gar kein Aim in meiner eigenen Hand. Ja, ja, also es geht ja auch ein bisschen um den Skilly, den wir ja machen müssen. Ey, wenn ich den jetzt schon gewinne, dann bin ich sehr schnell schon, ne? Das stackt sich ja dann auch. Wie viel brauchen wir? Kurz rechnen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe viel zu viel, denke ich. Die Axt habe ich. Ich habe die Hacke. Nee, ich warte. So, ich habe die Axt. Ich habe die Schaufel. Ich habe das Schwert. Nein! Hä, wie konnte ich das verlieren? Was fehlt mir? Die Hacke fehlt mir. Die mache ich noch. Gewonnen. Spaß. Ja, das Ding ist, dass Elina jetzt schneller ist. Stark den Raab-Prinzip halt, ne? Weil sie das spätere Game gewonnen hat. Zeig mal, Elina, was du drauf hast. Oh, ich fliege richtig über den Rasen hier. Ja, das ist schon sehr schnell. Guck mal, kann ich auch einfach drüber laufen. Guck mal, weil man so schnell ist. Stimmt. Ha, kann ich da komplett drüber laufen? Warte mal. Ach, schade, das geht da nicht. Aber du vielleicht. Ja, wahrscheinlich über den Ozean direkt, Elina, oder? Ey, spring mal. Junge, hey, hey, was ist das denn? Kompletter Flummi. Ja, du springst. Ja klar, wenn du schneller bist, springst du auch höher. Ey, Apfel. Aufgabe Nummer 3. Färbe ein Schaf. Uff. Das Ding ist, war jetzt nicht unfair. Lina kann die Aufgabe auch. Ich habe es euch nur erzählt. So, wo haben wir ein Schaf? Ja, du bist ja jetzt schneller. Ja, ich muss aber, wenn ich kein Schaf finde, habe ich trotzdem. Dann hast du nichts gewonnen. Ja, ich bin kacke gelaufen. Ich laufe Schaf, jetzt. Schaf, 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 Schaf. Nein, nein, nein. Ich laufe jetzt dir hinterher. Das ist ja komplett witzlos. Hab's. Ja. Oh, echt jetzt? Ja. Gelbes Mann, Schaf. Mann, ich will es sehen. Wo? Ja. Hier ist es tatsächlich. Ein gelbes Schaf, ey. Mhm. Hier hat man es auch noch. Auch gelb. Mann, ey. Mann, hier, das war voll nah. Ich bin falsch gelaufen. Ja. Okay, hier mal ein Shift. Ah, nicht so schnell. Junge. Und jetzt sprinten. Alter, das ist schon übel schnell. Ja, moin. Das ist ja schon übel schnell. Alter Schwede. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wehre Schaden mit einem Schild ab. Let's go. Ach so, ich brauche Eisen dafür. Dafür brauchst du... Junge, ey, lächerlich. Gerippt. Du hast sie mir gerippt. Ja, alles erlaubt, Elina. Muss Eisen. Muss Eisen, muss Eisen. Iron, Iron, Iron. Ich bin ja auch schnell. Nicht so schnell wie du. Oh, Alter, Junge, wenn man gehittet wird, wenn man so schnell ist, jietet man anders weg. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich habe einen Mega-Fehler gemacht. Welchen denn? Berate ich nicht. Ich hoffe, dass du ihn auch machst. Man kommt halt viel leichter aus der Höhle raus. Das ist schon sehr chillig. Da war sie dahin, habt ihr sie gesehen. Da baut sie irgendwas ab. Mann, ey. Alter. Schnell hier hoch, schnell hier hoch. Schnell dahin, dahin. Schnell, Leute. Es muss jetzt hier schnell gehen. Wenn wir den Punkt wieder nicht holen, ist mau. Nee, das ist mir zu nervig. Wir gehen hier hin. Auf sichere Basis.
Zack. Wie weit bist du, Selina? Nicht so weit. Ich bin richtig doof gewesen, weil mich so ein Skelett voll genervt hat. Zack, zack, zack. Puh, okay, wichtig, wichtig, wichtig. Jetzt aber nicht sterben, Benson. Das würde alles versauen. Ich brauche noch mehr. Ich kann hier noch mehr machen. Brauchen wir eh gleich zum Craften. Schild habe ich. Nein, okay, als ob. Wo ist das Skelett? Das Skelett? Ha! Hast du es? Heute nicht, danke. Ja, da ist der Erfolg. Ey. Ja, jetzt habe ich es auch. Also gleich jetzt. Nächste Aufgabe. Hitte ein Leiter-MLG aus mindestens 30 Metern Höhe auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Okay. Lass mal eine Leiter craften auf Krampf hier, ey. Habe ich... Oh. Ich habe nicht genügend Holz. Das ist blöd. Aber egal. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hallo, Benson. Bist du bei mir, oder was? Ja. Oh. Okay. Huch. So. Brauchen wir ganz viele Blöcke, Leute. Ganz viele. Was war die Höhe? 30. 30, ja. Also brauchen wir 30 durch 4. Irgendwie 8 oder so. Bisschen über 7, 7 Komma. Also habe ich ja eh schon genug. So. Ja, easy, Leute. Easy. Ich komme hier nicht hoch. Ich habe voll das Problem. Ich kann hier nicht hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich kann nicht hoch. 12, 13, 14, 15, wenn du so springst. 16, 17, 18, 19. Nein, das ist Elina! Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Junge, du griefst dir meinen Jump. Ich habe ich gar nicht gemerkt. Alter, sorry. Ja, mach die Leiter da wieder hin, ey. Hallo. Mach die Versuch, ja. Ja, du bist, Junge, wie schnell bist denn du? Das ist ja komplett krank. Ich bin hier out of control. Ich merke das, ey, ich merke das. Schaffst du das so, Ben? Ich habe meinen Spawnpunkt nicht mal gesetzt. Ich muss jetzt hier komplett confident sein, Elina. Soll ich dir ein Bett bauen? Nee, das bringt mir auch nichts mehr. Ich kann es ja nicht anklicken. Scheiße. Was ist, wenn ich eine Leiter selber nach oben baue? Das würde funktionieren, denke ich. Ja, klug. Problem ist, ich komme ja nach meinem kleinen Fail, komme ich ja jetzt hier nicht nochmal hoch. Ich muss das ja alles neu bauen jetzt. Das ist auch... Das waren doch eigentlich drei, Elina. Ist da eine Leiter gerippt? Nee, ne? Ich habe eine Videoaufnahme, die das beweist. Erinnern. Ja, weiß ich nicht. Du hast niemals genug Leiter bis ganz nach oben, oder? So, wenn wir 9 Blöcke... Junge, hä? Alter, ist das für ein Quatsch? Ach so, okay. Wenn wir 9 Blöcke übrig haben, dann können wir bin jumpen. Bin oben, Ben, guck mal. Echt jetzt? Alter, wie? Hä? Bist gejumpt einfach, oder was? Ups. Der war nicht gehittet. Ja, wieso bist du nicht gestorben? Kriegt man auch keinen Fallschaden mehr? Ist ja ich weiß nicht, man kriegt scheinbar sehr wenig Fallschaden. Hit it, get it, get it, get it. Oh. Jetzt holen wir übelst dick auf, Leute. Ja, Achtung. Junge, du hast dich mit deinem Schild geblockt, hä? Leute, wir haben jetzt mehr Speed als Selina, weil wir halt ein Schlag den Radprinzip. Wir haben jetzt so viele Punkte gerade bekommen für den Wind. Passt mal auf. Alter. Oh. Den Berg hoch. Auf Easy-Basis. Stammen. Oh. Alter, Elina, guck mal, wie hoch ich springe. Ja, mega hoch. Junge, das ist ja komplett krank. Einfach hier hoch, Leute, auf easy. Bumm. Wir sehen aus wie solche Flöhe, oder? Ist ehrlich so, ja. Schaffe ich es da hoch zu jumpen? Oh, nee, aber schon fast, Alter. Das ist schon krank. Über die Schlucht? Gar kein Problem. Schlucht runter? Gar kein... Oh, da habe ich Fallschaden gerade bekommen, ein Herz. Die letzte Aufgabe lautet, die ist aber gekoppelt mit den Diamanten. Und zwar kannst du mit jedem Diamanten jetzt nochmal ein Speed dazu gewinnen. Das können natürlich sehr viele werden, wenn du 2-3 Mal Diamant vorkommen mit A4 Diamanten findest. Ne, komplett krank. Wir sind jetzt bei 8,5. Überleg mal, man findet 8 Dias einfach verdoppelt. Dann wird es komplett ehrenlos. Ja. Aber... die finale letzte Aufgabe, und die gibt halt wirklich auch nochmal arschviele Punkte, ist ein Nether-Portal zu gießen. Bist du bereit, Elina? Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Let's go. Als erstes brauchen wir ich auch in die Höhle. Aua. Boah, man ist so schnell. Brauche ich Eisen, Leute? Ja, für eine Spitzhacke, klar. Oh Gott. Alter, man ist so schnell. Es ist schon unreal. Also natürlich ist es unrealistisch, aber ich werde nur noch sneaken, mich bewegen. Ey, Junge, man schwimmt auch abnormal schnell. Man muss nur das Wasser berühren und man schwebt weg. Ein bisschen. Es ist ja auch noch PvP-Battle am Ende. Das heißt, ein bisschen Eisen, also Diamanten profitierst du. Diamanten sehr strong tatsächlich, weil du profitierst ja doppelt. Weißt du? Ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Du kriegst das als Rüstung. Aber du bist so schnell, du kannst niemanden schlagen. Das geht schon, Elina, wo ein Wille ist es nicht. Du kriegst Rüstung durch die Diamanten, aber zusätzlich auch Speed. Wobei, ist jetzt Speed überhaupt noch was Gutes?
Ja, doch, im Kampf denke ich schon. In einem abgesperrten Obsidian-Bunker wird der Speed immer noch was bringen, denke ich. Zack, wir haben alles. Zack. Eisenpicke am Stissel. So. Jetzt gehen wir auf die Suche nach... Ah, nee, warte mal. Ja, wir sollten uns Wasser schon mal mitnehmen. Da hinten ist auch nochmal Eisen. Junge, Alter, diese Jumps. Holen wir uns. Alina hat auch Eisen. Dann holen wir uns hier... Wir bauen einfach alles ab, Leute. Da können wir uns im Notfall vielleicht auch noch eine Axt machen oder so. Vielleicht, wenn es im Kampf dann ansteht. Ich verbrenne auch mal die Leiter, die brauchen wir wirklich nicht mehr. Eisen rein. Dann holen wir uns mal Wasser. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Okay, ist doch ein bisschen schwer. Ach Gott. Ich muss es treffen, Leute. Es ist nicht so einfach. Ich bin zu schnell. Oh! Mann, ey. Ich hole mir das hier. Das ist einfach, glaube ich. Es ist genauso kompliziert. Ey, nee, 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 nee. Wir machen das jetzt hier auf. Ganz ruhig. Ach, das kommt von hier oben. Ah. Bupp. Wasser am Start. Man kriegt keinen Fallschaden mehr. Also jedenfalls fast gar nichts mehr. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber kritten kann man auch nicht mehr. Weil wenn man springt, fliegt man es mal anders am Fliegen. Ja. Ey, Junge, man kriegt auch übel Knockback. Ist dir das mal aufgefallen? Echt? Ja, ja. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Junge, der nervt übel. Danke. Was ist das denn jetzt hier? Gott, Elina, hä? Was denn? Ich habe das mal gelesen, dass es das gibt, aber ich habe das noch nie geschafft. Ich habe einen Roheisenblock gerade gefunden. Das sind halt 9 Eisen auf einmal. Lol. Das ist okay. Diamanten. Bitte viele. Bitte, bitte, bitte. Ein. Gebrochen ist es nur einer, Elina. Oha. So ey, siehst du nur reiner. 10,5 haben wir jetzt als Speed. Zehnfache Geschwindigkeit. Das ist schon sehr, sehr illegal hier. Und auf illegaler Basis einfach. Das ist viel zu schnell, ey. Nervt mal nicht rum, Monster. Ich bin ja auf einer Mission. In einer Diamantmission, um genau zu sein. Nochmal Diamant. Nee, nee, nee. Dich kann ich hier gar nicht gebrauchen. Ach, du kommst hier nicht hoch. Idiot. Ja, der greift mich nicht an. Mal nehme ich so. Wie viele Diamanten haben wir denn jetzt hier? Ein. Zwei. Zwei. Lassen Sie mich in Ruhe, ich habe hier gerade zu tun. Was craftet man? Ja, jetzt habe ich 3 Diamanten. Nee, 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 da ist noch einer. Nice, 3. Sind wir schon bei 13-fachen Speed, Leute. Das ist ein gutes Ende, nämlich. Dann guckt euch das mal an. Junge, Alter, ey. Es ist so schnell, es ist unnormal. So, da ich aber niemals Full-Diamant-Rüstung kriege, hole ich mir, glaube ich, wirklich... Oh, Alter, Junge. Hole ich mir, glaube ich, wirklich Eisen noch ganz viel. So viel Zeit muss sein. Lavasee haben wir eh noch nicht gefunden. Elina musste erstmal eine neue Höhle suchen. Wir haben alle Zeit der Welt, Leute. Ich habe schon fast voll Eisen. Echt? Equip. Ja, ja. Ja, ich habe ja auch 18 Eisen, also ich sollte dann auch gut dabei sein. Boah, wenn ich jetzt, warte mal. Es hat 8 Punkte gegeben. Das heißt, wenn man, Junge, ich habe ja jetzt die, ich denke, 15-fache Geschwindigkeit oder was ich gerade gesagt habe. Der, der diese Runde jetzt gewinnt mit dem Portal, kriegt nochmal 16 Speedpunkte oben drauf. Das heißt, alles, was ich jetzt überhaupt habe, nochmal drauf. Oha. Oha, hier sind einfach 4 Creeper. Ich habe gerade Dias gefunden. Muss mir dann sagen, wie viel. Ja, ich versuch's. So, okay. Ja, das reicht jetzt. Ich habe hier keinen Bock mehr zu warten. Ein Dia. Oh, oh. Das sieht schick aus. Das ist ein Zwei dickes Vorkommen. 2 Dias. Oh, oh. 3 Dias. Oh, oh. 4 Dias. 5. Aua. 5. Es sind 5. 5? Lächerlich. Du kannst dir gar nicht verstehen, wie schnell wir sind, glaube ich. Nee. Die Welt lädt gar nicht so schnell. Oh Gott, hier ist einer. Ich habe eine Höhle gefunden. So. Was haben wir hier? Wir brauchen einen Lava. Oh Gott. Das ist eine übelste Barberhöhle und ich habe da hinten noch einen Lavasee. Wir sind in derselben Höhle, oder? Sind bei dir so richtig viele Stalagniten? Nicht so viele, aber... Nee, dann sind wir auf jeden Fall nicht in der gleichen Höhle, weil beides randvoll. Aber bevor wir gießen, hier muss es doch auch... Okay, hier ist perfekt zum Gießen, aber hier muss es doch safe, safe, safe Diamanten geben. Boah, jetzt hier X-Ray, ne? Das wär's. Ich würde gerne noch einen Dia finden, weil dann kann ich mir eine Brustplatte... Ach, Dias, perfekt nochmal. Junge, ey, ist ja voll krass. Zweier. Jetzt habe ich so eine krumme Zahl. Jetzt habe ich einen, den ich nicht brauche. Sehr ärgerlich. Da, ja, da muss ich ja doch an diese nähen, oder? Oh. Na, warte mal. Wir können es ja so machen. Wir haben ja eh noch einen Lavasee da auf der anderen Seite. Oh Gott. Dia. Lol. Das heißt, wir gießen jetzt einfach den See weg. Ein Dia. Weiter Dia. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Nein, es ist der Lavasee ja auch weg. Nein, ich Vollidiot, wie konnte ich denn da sterben? Hier ist auch ein Lavasee. Okay, wir gießen jetzt.
Keine Zeit du gießt jetzt? Okay, ich gieß jetzt. Scheiße, das ist Granit. Mann, ich bin viel zu schnell, das ist illegal. Wartet. Mann, ey, man kann gar nicht gießen, Lydia. Man ist viel zu schnell. Ich weiß. Ich muss eine gute Position, von der ich mich nicht mehr moven muss. Irgendwie hier so rein. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir, warte, am besten hier in diese Ecke. So, genau. Junge, wie soll ich denn den da... Ja, das ist doch... Alter, wie soll ich den da platzieren, diesen Block? Nein, mach mir nicht das Ding. Boah, ich überlege, nee, man muss ja gießen. Ich kann nicht, darf ja nicht. Ey, Alter, das ist so schwer, Leute. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was passiert, wenn ich jetzt den abbaue? Ah ja. Ah, kriegen wir hin. Nicht so schlimm. Was bauen wir die beiden ab. Zack. Jetzt machen wir hier Obsidian, da Obsidian. Was passiert, wenn ich den abbaue? Warte, kriegen wir hin. So, jetzt haben wir schon mal die Grundmauer des Portals Ferdikas. Aber jetzt wird es kompliziert, Leute. Wir machen nämlich jetzt den. Oh, falsch. Mal sehen, ob diese Apparatur hier hinhaut, die ich hier fabriziert habe. Ey, ehrlich gesagt kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mir fehlt nur noch ein Block. Ja, bei mir auch tatsächlich. Scheiße. Nein. Oh, ist bei der ist bei dir auch falsch, ne? Ja, das haut aber irgendwie nicht hin. Ich brauche ja ein Feuerzeug auch. Ich brauche einen Kies. Ich habe keinen Kies. Wie kann ich keinen Kies haben? Wo ist hier Kies? Geben Sie mir Kies. Hier muss doch Kies sein, oder? Kies. Wir brauchen Kies. Kies, das Kies. Schaufel, schnell. Das haut irgendwie nicht hin. Doch, bei mir haut es hin. So, aber ich brauche ein Feuerstain. Eisen haben wir noch. Ist kein Problem. Ja, ist halt wieder Ultralack. Ah, jetzt habe ich es. Okay, nice. Zack. Boah, ob das hin, habe ich das überhaupt richtig Ich habe das gar nicht fertig gegossen. Leute, wieso sagt denn ihr nichts? Mann, ey. Ich kletter doch einfach auf das Portal. Irgendwas ist hier gewaltig falsch. Ja, irgendwas haut hier bei mir auch nicht hin, aber wir machen das jetzt hier auf Krampf. So, jetzt müsste es hinhauen. Ich hab's auch, wenn es ein bisschen dreckig ist. Ein Feuerstein. Kies. Oh Gott, ich hab ein einziges Kies. So, jetzt anzünden die Butze. Ah, ja, ich hab's. Es. Mann. Das war aber eine Schwere. Ich hatte sogar einen Feuerstein, bin ich doof. Arelena. Hätte sogar holen können, ey. Aber ich hatte kein Eisen mehr, lol. Was kann man da für Rüstung machen? Eine Dia-Axt ist wahrscheinlich nicht so doof. Zack. Weil ihr macht auf jeden Fall. Also macht nicht mehr Damage, aber greift halt schnell an. Oh Gott, ich dachte schon. Ich hab sie gerade nachgecraftet. Ja, eigentlich ist es, glaube ich, doof, sogar eine Axt zu craften, aber jetzt ist es egal. Wir machen auf jeden Fall eine Brustplatte, die können wir uns so oder so nicht leisten. In the Dias. So, jetzt brauchen wir Hose und Schuhe noch. Zur Verdeutlichung. Ein normaler Minecraft-Spieler, der sprintet ohne Springen, weil, also ich kann ja jetzt hier, ich kann schon springen, aber das ist jetzt ein bisschen schwer zu berechnen, weil ich nicht weiß, wie sich das Springen, also das ist ja, das verhält sich ja ziemlich krass hier, weiß ich nicht genau, läuft 5 Blöcke die Sekunde circa. Ich habe eine Geschwindigkeit von 34 mal ungefähr, was dafür sorgt, dass ich ungefähr 170 Blöcke in der Sekunde laufe. Das heißt, ich kann in der Minute zigtausende Blöcke laufen, was man ja auch unschwer erkennen kann, wenn man mich hier so rumlaufen sieht. Und wenn ich sprinte, denke ich, schaffe ich 100.000 Blöcke in der Minute. Wir haben nur ein Leben, Elina. Okay, du hast ein bisschen bessere Ausrüstung, aber ich bin dafür schneller. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Ultimative Crit-Machine, Alter. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los, Alter. Ist ein bisschen früh gestartet, aber ja, ist okay. Ich weiß, aber ich habe eh nicht getroffen. Okay, es ist tricky. Aua. Oh, das war ein Hit. Das war auch ein Hit. Junge, es ist so Quatsch, ich sneak jetzt. Es ist so... Ja. Hä? Es laggt irgendwie auch ein bisschen. Ja, manchmal wird man ein bisschen zurückgeschoben. Oh, Alter, Junge, der Knockback ist so krank. Alter. Oh. Hast du noch so viel Energie? Wichtig. Oh nein, er sprintet. Ich habe mal gesprintet, gehofft, dass du mich nicht triffst. Nein, scheiße, das war doppelt. Wichtig. Nein! Mann, schneller war ja schlechter einfach. Ja. Hat die Lina das Battle gewonnen, ey. Ohne Scheiße. Ich hoffe, wie viel hat sie noch am Ende?
alles. Ach, ist ja bitter, Alter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Flankt den Like und den Abo-Button, da würde ich mich sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.